Sie sahen den preisgekrönten Spielfilm Dilemma des Schweiger, ausgestrahlt im EU-Aktionsformat 160:9. Weiter geht's in unserem Programm mit der Spätausgabe der Multimedia-Leserbriefe. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zur Spätausgabe der Multimedia-Leserbriefe. Bonn. Noch immer ist kein Ende der Diskussion um die Abgabenneuordnung in Sicht. Wir haben den Steuerexperten der CPU gefragt, kann ich meinen Joystick auch nach der Steuerreform noch weiter benutzen? Hannover. Das Messehighlight der diesjährigen CeBIT ist ohne Zweifel der MMX-Prozessor von Intel. Unser Reporter war vor Ort und wollte wissen, was dieses kleine Wunderding denn nun alles leistet. Der MMX-Chip soll nach Angaben des Herstellers in der Lage sein, spezielle Spiele enorm zu beschleunigen. Wir schauen hier am Intel-Stand einem Mitarbeiter über die Schulter, der gerade dabei ist, ein neues MMX-Spiel vorzuführen. Ja, also das ist wahnsinnig schnell, dass auf einmal ist, muss ich gleich mal anfangen. Also mit dem Chip hier, das ist eigentlich alles möglich. Wenn ich da mal kaputt gehe, dass man auch nicht verstanden, das war toll, das geht ja schneller als hier zuvor. München. Schon wenige Tage nach dem offiziellen Bundesstart hat der Kinofilm Sleepers sämtliche Kassenerfolge gebrochen. Hören Sie dazu nun einen Kommentar meines Kollegen Toni Schweiger. Hollywood. Lara Croft wird sich in Tomb Raider 2 bei den gefährlicheren Stunts dubeln lassen. Noch ist nicht entschieden, welche Stuntfrau die Rolle bekommen wird. Unter den Bewerberinnen befindet sich auch eine vielversprechende Neuentdeckung aus Bayern. Resi Kleinherrn. Bonn. Täglich erreichen uns neue Horrormeldungen im Zusammenhang mit dem weltweiten Datennetz Internet. Unsere Politiker sind gefragt, die nötigen rechtsstaatlichen Grundlagen zu schaffen, um einem weiteren Missbrauch dieser Informationstechnologie Einhalt zu gebieten. Am Telefon begrüßen wir zu diesem Thema unseren Herrn Bundeskanzler. Guten Abend. Herr Dr. Kohl, wie werden Sie auf die Missstände im Internet reagieren? Nun, ich werde halt mit meinem persönlichen Frauenbegriffen telefonieren und dann zusammen mit Hannelore und Hillary nach Internet fliegen. Und dort mit dem Stadtschiff ein ernstes Wörtchen Herr zu reden. Herr Bundeskanzler, verzeihen Sie, aber ich meinte eigentlich die Problematik der Datenautobahnen. Darum wollte ich ja auch, wie die Rita, den Flieger nehmen. Ja, danke. Kommen wir noch zum Wetter. Jörg Fliesenfrau, was sagt uns denn die Wetterkarte für morgen? Ja, wenn wir morgen aus dem Fenster blicken, erfreut uns zunächst noch ein strahlend blauer Himmel. Gegen Mittag ziehen erste Wolken auf und bis zum späten Nachmittag versinkt ganz Deutschland in tristem Grau. Vor allem in den Alpen kann es in der Nacht sogar zu deftigen Schneestürmen kommen. Danke, Jörg. Soeben erreicht uns noch eine Eilmeldung. Feldkirchen. Vor den Redaktionsräumen der Multimedia-Leserbriefe findet derzeit eine Großdemonstration statt. Auf Transparenten ist unter anderem zu lesen, Multimedia-Leserbriefe sind Volksverdummung und feuert die zwei Schwachköpfe. Die Polizei hat die aufgebrachten Menschenmassen nicht mehr unter Kontrolle. Die Absperrungen wurden vor wenigen Minuten durchbrochen. Und hier ist sie wieder, ihre Hitparade im PCP. Heute ein paar Minuten früher als gewohnt. Nicht mehr dabei in unseren Top 10 ist Lonely Langer mit seinem Hit Don't Cry For Me, PC Bleier. Er fiel von Platz 2 auf Platz 78. Ebenfalls rausgefallen ist Kippe Kalkul mit der deutschen Fassung seines Songs When Smoke Gets In Your Eyes. Umso mehr freue ich mich auf unseren Neueinsteiger Martin Deppe, von seinen Freunden liebevoll Minze Martin genannt. Seinen Ohrwurm, Resi, die holen auch noch deinen Kleinen ab, hören wir gleich nach einer kurzen Pause. Der MMX-Chip soll nach Angaben des Herstellers, spezielle Spiele, sagt man nicht. Guten Abend. Fertig? Continuity, sonst ist Roland nicht zufrieden, wenn vom Glas getrunken wurde. Das Glas immer so. Wupp, 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 wupp. Vor allem in den Alpen? Moment. Vor allem in den Alpen.
Schon wenige Tage nach dem offiziellen Bundesstart hat der Kinofilm Sleepers alle Verkaufserfolge, ich krieg keine Luft mehr, gebrochen. Vor allem in den Alken kommt... Hören Sie dazu meine Stimme, wenn sie weniger belegt klingt. Ich denke, das war es. Go. Sieht toll aus. So. Ja. Ich sage einen Text, ja, den ich ordentlich nicht auswendig gelernt habe. Nicht mehr dabei in unseren Top 10 ist Lonely Langer mit Lara Croft will sich in Tomb Raider 2 bei den gefährlicheren Filmaufnahmen dubbeln lassen. Noch nicht ist ein Film sein sollen, wen dann. Lara Croft wird sich in Tomb Raider 2 bei den gefährlicheren Filmaufnahmen dubbeln lassen. Noch nicht ist... Oh Gott, dass das in mir steckt, wusste ich gar nicht. Das war's. Der war gut. Der war einfach gut und jetzt darf ich gehen. Hab ich noch was? Muss ich noch blöken? Was haben wir noch? Ach, wir hatten das gar nicht in Großaufnahme, gell? Wir haben nur gesagt...